Die Siegerehrung im Wohltagspreis wird vorgenommen durch Herrn Horst Wollgarten, Diplombetriebswirt und geschäftsführender Gesellschafter der Wohltags Steuerberatungsgesellschaft MBH, in Begleitung von Herrn Frank Kempermann, Vorstandsvorsitzender des Aachen-Laurensberger Rennvereins. The prizes are being presented by Mr. Horst Wollgarten from Wohltags. Auf dem dritten Platz aus Deutschland mit der rheinischen Stute Saphira Royal, die rheinische Reiterin Stefanie Wolf. Rang 2 aus den USA, from the United States of America, mit Donovan Stefan Peters. Im Wohltagspreis siegten mit 72,676% aus Deutschland Bluetooth und Ingrid Klimke. Die Siegerin erhält einen Ehrenpreis, gegeben von der Wohltags Steuerberatungsgesellschaft MBH. The winner receives the prize presented by Wohltags. Und meine Damen und Herren, Sie wundern sich sicherlich, dass Ingrid hier mit einer doch etwas ungewöhnlichen Zäumung und einem etwas ungewöhnlichen Sattel für eine Dressurprüfung hier in der Siegerehrung erscheint. Sie muss bereits um 8:45 heute Abend im Hauptstadion am nächsten Springen, dem Lavazza-Springen, teilnehmen. Und wir sagen doppelt Danke, dass sie trotzdem hier zur Siegerehrung erschienen ist mit ihrem Springpferd. Unser besonderer Dank gilt der Wohltags Steuerberatungsgesellschaft MBH, die den Schio Aachen seit 15 Jahren unterstützt. Our special thanks to Wohltags, who have supported the Schio Aachen for 15 years. Wir gratulieren der Siegerin, wünschen ihr viel Glück für das nachfolgende Springen und den Platzierten. Congratulations to the winning riders. Please take your lap of honor. Wir bitten zur Ehrenrunde. Unsere Siegerin im Wohltagspreis, Ingrid Klimke. So schnell, Ingrid, gib Gas. 21:15 bist du am Springen. Aber keine Sorge, meine Damen und Herren, sie kommt wieder zurück zu uns, denn sie reitet Kühe mit Franziskus um 22:51 Uhr.
Also wenn einer hier ein Programm hat, dann wohl Ingrid. Aber sie ist ja schnell, haben wir gesehen. Wir sind gespannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beginnen mit der Grand Prix Kür, der Lumilly-Preis um 21:30 Uhr.